Leute, was? Da sind wir wieder FV. Ja, und da kommt ja, ab. Fängt richtig gut an. Ja, wir haben jetzt eben gerade auf fertig geklickt, dachten, oh, komm, wir den Cutscene lassen wir raus, aber nein! Ja. Das hat sich das Spiel einfach mal kurz an anders gedacht. Triff es, Ali, triff es. Aber ich. Sehr schön. Was macht das denn nur? Ah, okay. Das macht wieder Mund auf. Hast du eine Handgranate? Ich muss so eine haben. Lass uns einfach hinlaufen und F drücken. Take this. Ja. Ich glaube, wir sollten das dreimal treffen. Oder nur zweimal, dann können wir nicht auf den Kopf schießen. Aber ich bin da auch ganz unsicher. Ich schieße schon auf den Kopf. Ja, ich habe nicht so unbedingt die Waffen jetzt dafür, aber das kann ich machen. Was zur Hölle? Hat sich das Viech jetzt schon wieder erwischt? Jetzt das Viech blind. Ist es blind? Verdammt. Ja, ich habe die Blendgranate reingeschmissen, reingeworfen. Ah, sehr schön. Was macht es? Keine Ahnung. Da oben ist es, da oben. Ich laufe einfach im Kreis. Ich schieße auf seinen Kopf. Ah, jetzt kommen die Viecher schon wieder. Die haben wir da erst beim zweiten Mal eben gerade bekommen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Aber ich schieße hier durchgehend auf seinen Kopf. Vielleicht bringt das ja was. Das könnte natürlich sein. Machst du das Maul wieder auf? Nein, ja, machst du noch nicht. Handgranate nehmen. Ja, der Kopf ist wieder offen. Jo. Hey, mach den Kopf zu, ey. Ah, die ausweichen. So viel zu, der Kopf ist offen. Wow, Naus! Kraut. Ich dachte, der Kopf wäre offen, Ali. Nee. Oh, hier sind Handgranaten. Hier sind jede Menge Handgranaten. Ich glaube, wir sollten erst auf die Arme schießen. Ah, jetzt macht er den Rotz wieder. Boah, was ein Bosskampf, ey. Oh ja. Da, jetzt aber. Mundgeruch? AD ausweichen. Wie? Ich habe doch ausgewichen. Mann, Ali! Lass mich los! Schau! Und nochmal! Die Riesenkrabbe. Das ist eine Riesenkrabbe. Das ist keine Spinne. Okay, kaufen. Ich kaufe mir ein paar Granaten jetzt. Da fliegen jede Menge rum. Du brauchst keine kaufen. Also, ich habe bisher nicht eine gesehen. Ich habe sie auch alle immer gesammelt. Oh, okay. Ja, und es geht mal wieder hier direkt los und ihr seht es auch schon, ich hab direkt erstmal meine Munition. Ja, und ich bin mal direkt getroffen. Da, Handgranate, gesammelt. Ohne Möglichkeit auszuweichen. Jetzt reißt mir allmählich hier. Nur lenke Fuß es ab. Okay, los! Hineinwerfen, Christas. Christas. Jetzt geht der Kopf auf. Da. Ali, sind wir jetzt asynchron oder was? Warum? Ich habe ihm gerade eine Handgranate reingeschmissen. Ja, bei mir auch. Gut. Ja, es hätte ja sein können, dass es jetzt asynchron ist, weil warum auch immer. Toll. Hätte ja sein können. Ey, wie soll man das Viech denn treffen? Hör mal auf, dich hier zu bewegen. Aber jetzt sind wir schneller. Ja, jetzt wissen wir ja auch so langsam, wie er geht. Hineinwerfen. And another one. So, Ali, jetzt denk dran. Nicht getroffen werden. Pass auf. Ja. Ach, das geht so leicht zurück immer. Pass auf. Ja. Jetzt macht es nämlich seine AD-Attacke da. Auf so. Ein kleines Scheißvieh. Ich bleib stehen, damit ich dich ja auch mit der Pumpgun erwische. Ganz schön viel AK-Muni. Ja, sei doch froh. Ja, bin ich auch. Das linke Bein ist ab. Ja. Und die nächste Granate. Granate? Granate? Geht keine rein. Also auf Kopf schießen. Ich hab eine. Gut. Stirb du Missgeburt. Die Monster. Wow, da krieg ich mal Kopfschmerzen von. Sieht so aus, ne? Tja, yes. Ali, das hätten wir schon eher. Das hätten wir schon eher haben können, wärst du nicht so oft gestorben. Ach komm. Bei der letzten Granate haben wir sie umgebracht. Bist du sicher, dass wir es umgebracht haben? Ja. Das Flügelviech ist auch nochmal aufgetaucht. Ach was. Shabba, Jill ist da drin, oder Jill. Nein, wir tun dich jetzt rein, Shabba. Toll, wir ersetzen mich. Durch Jill. Die Kammer ist hundertprozentig leer. Ja.
Blub, 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 blub. Oh, wer hätte das gesagt? Keiner drinne, putt gegangen. Hat sich im Wasser aufgelöst. Ist ihm gerade weggeschwappt. Wer hätte das gedacht? Oh, Mr. Brustfield. Ali? Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. Doch, Jill. Irgendwo gibt es sie. She knows something. It's time we get some answers. Ja. Ach, du so viel dazu. Da. Wir waren umsonst hier. Sehr schön. Wow. Oh, ich habe 20 Gegner erledigt. S-Rang. Woo! Nee, du. Verdammt. Aber trotz alledem keine gute Punktzahl für uns beide. Nee, du hast zwei Gegner erledigt? Ja. Reicht doch, oder? Ja, klar. 2,20? Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. Ja gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Jo, würde ich auch sagen. Habe ich noch irgendwas im Inventar? Nein, habe ich nicht. Verbessern. Das sammle ich mir dann ein. Finished! Ich gucke noch, ob ich noch was verbessern kann. Ah, dieses Ziel hat mich so gepackt! Ja, ich habe mich schon gewundert. Es gab nämlich so ein komisches Geräusch und ich dachte, du wärst weg. Wollte gerade so sagen, ja, ich guck doch mal, was mit Ali ist, aber der Ali hat sich ja dann gemeldet. Ja. So, this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. Come on! You can ask her about that. Also hier war doch eben gerade eigentlich noch alles voll mit irgendwelchem Zeug und jetzt ist alles weg. Let's find her. Ja. Das ist nun mal so. Wir haben hier aufgeräumt, wir haben hier geputzt. Okay, Heather war also hier. Who knows? Hurry! Alles gut! Mein Gott, voll Akku, da will nur Jill sehen. Jills Brüste, die jetzt verborgen sind durch die Schutzweste. Alexander Ashford beginnt mit dem Entwurf einer Anlage in der Antarktis. Er schmiedet heimlich Pläne zum Bauen eines unterirdischen Labors für das Projekt Code Veronica. Du hast einen Absatz beendet. Oh yeah. Warum sieht das hier schon wieder so lecker verseucht aus? Blendgranaten, Pistolenmunition, Maschinengewehrmunition. Scheiße, die Blendgranaten wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mitnehmen. Und Gold. Yeah, wir sind wieder reich. Hey, oh mein Gott, es ist hell. Oh. Nee, da unten ist dunkel. Das sind Terroristen. Wie ist hier grün? Oh nein, was kommt denn jetzt auf uns zu, bitteschön? Deckung. Deckung. Ja, geil. Ist doch kein Wunder, dass ich hier nichts treffe, ey. Das erinnert mich hier ein bisschen an Parkway. Sie sind blind, sie sind blind. Ah, ich wurde Double Kill. Okay. Gegen die Wand. Oh nein, da kommen neue. Pass auf. Die Stelle ist mal nice. Ja, es hat auf jeden Fall was für sich. Ach, du bist hier. Aber das sind auch Zombies, ne? Ja. Nur, dass sie diesmal zurückschießen können. Hm. Zombies, die sich wehren. Na, das kann ja noch heiter mit uns beiden werden. Oh ja. Die Zombies werden auch immer schlauer. Irgendwann führen sie ein normales Leben, gehen auf die Toilette, gehen schlafen. Essen keine Menschen mehr. Deckung. Willst du mal bitte sterben? Pass auf. Die haben Schocker. Rechts von dir. Au! Ich hab's dir noch gesagt, rechts von dir, aber wo wollt's denn hören? Nö, ich hab den ja abgeschossen. Der Kopf muss ab, der Kopf muss ab. Ist da noch einer? Anscheinend nicht. Doch. Doch. Du hast nur ins Auge geschossen. Da ist noch einer. Hey, wie an der Schießbude hier. Jo. Noch einer? Aufspießen? Aufspießen! Ja, Zombie-Terroristen mit AKs. Ist ja auch mal was Interessantes.
Ja, Schießbude halt. Öffnen. Gewehrmunition. Warte, erstmal gucken, was da ist. Hier lag doch noch mehr rum, oder nicht? Kräuter! Water! Walter! Was kommst du hier runter, hm? Kriegst direkt ins Gesicht. Was? Lebt immer noch? Ich hab ihn sogar noch abgeschossen. So. Jetzt habe ich ihn weggeglitscht. Kannst du Kräuter mitnehmen? Magnum-Munition, ja, schade, mein Magnum habe ich. Ja, ich könnte das Kraut mitnehmen, aber irgendwie. Wie viel Zeit hast du eigentlich noch? Jetzt vorbei. Gut, dass du gerade sagst. Also, wir machen in der nächsten Folge weiter bei Ali. Tschüss.